Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 Live 3 Projekt. Oh, ich habe letzte Zeit so oft Versprecher drin in meinen Folgen. Bei GTA sage ich, jo, was geht ab, hier, willkommen zurück zu LS19 und spielen GTA. Dann habe ich letztens bei True Farming, habe ich glaube ich gesagt, in Live 3 und oh, das ist manchmal so viele Projekte und das ist immer so, ja, so ein Durcheinander, weißt du, wisst ihr, wie ich meine? So, aber ich habe das Feld alles fertig, habe jetzt das Ackergras erstmal in mein Lager gepackt und versuche jetzt erstmal das zu pressen. Hat ja gesagt, das sitzt unter seinen Dingen. Ich hoffe, das klappt, ey. Ich hoffe einfach nur, dass das klappt. Gras frisch ist da drin. Ja gut, dann kriege ich wenigstens einen Ball. Ich hoffe, das klappt, ey. Ich hoffe, das klappt. Dann muss ich erstmal meine Kühe versorgen. Und dann bringe ich gleich erstmal den Drescher wieder zurück zum Mesa. Bitte geh. Pferdeheu feucht. Wenn er das jetzt presst, ne? Oh, bitte. War das X oder Z? War zum Abwerfen. Z. Kommt raus. Bitte, 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 bitte. Ja, toll. Ja, bringt so nichts. Scheiße. Ja, dann habe ich halt Ballen, aber... Ich dachte, der wird das wickeln. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, pressen tut er aber nicht. Wickeln. Mist. Mist, Mist, Mist. Nein, Zitter hatte schon geholt. Ja, dann lasse ich das erst noch mal da liegen. Mein Mäh wäre gerade auch. Ah, Mesa! Okay. Komm mal, dann werde ich jetzt erstmal die Kühe versorgen. Ein
bisschen Stroh erstmal hinbringen. Laden wir erstmal Stroh. Stroh, 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 da. Ich glaube, ich werde das Feld noch mal umpflügen lassen und werde da Gras drauf machen. Was bringt uns denn, guck mal. Nehmen wir nur mal, wo haben wir denn das Äckergras? Ja, guck mal. Es sinkt gerade, es würde uns so 100 geben. Gehen wir mal mit 100 aus die 1000 Liter. Vom Getrockneten. So, Ackergras bringt uns 846, ist gerade am Fallen, okay. Was würde uns denn reine Silage bringen? Oh. Das wären die 1000 Liter. Das ist aber Ackergras doch besser. Plus die 100 da. Ja gut, nee, dann lasse ich das. Dann würde ich nämlich Ackergras hier, kriege ich 800. Dann würde ich so knapp 900, wenn ich alles verkaufe, die 1000 Liter machen. Ist gerade alles am Fallen. Wenn ich das zum hohen Preis verkaufe, wenn es gerade am Steigen ist, dann läuft das besser. Also lasse ich es doch, weil reine Silage bringt uns weniger. Und Gras, wenn ich vielleicht nochmal ein Feld dazu hole oder was. Ich glaube. Ja. Das ist Kacke. Ich habe es mir anders geplant. Hallo? Hallo. Moin, Max. Hast du die neuesten Gerüchte gehört? Mit dem Zusammenarbeit von Guido Regner und dem Franz Ackermann? Ja. Ja. Dass die massenhaft Felder zusammen kaufen? Ja. Was machen wir da? Egal, oder? Ja. Ich meine, wir können ja eigentlich nichts dagegen machen, das ist ja nicht illegal, ne? Nö, ist nicht illegal, sonst wäre unser Ding ja auch illegal. Aber wie kriegen wir den Ackermann aus der Firma raus? Ja, den muss ich jetzt definitiv da rauskriegen. Wenn er mit dem da zusammenarbeitet, würde ich den nicht mehr dabei haben. Ich rufe den mal an, weil das werde ich ihm jetzt ganz klipp und klar sagen. Keine Frage, kapaziert mehr für Strom. Achso. Ja, weil kannst du ja sagen, dass du die Zusammenarbeit nicht schätzt mit dem und dass du da nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten möchtest, aber trotzdem der Deal noch steht, dass du ihm die Fleischfabrik halt gibst. Ja. Okay, dann mach das mal. Sag mir mal Bescheid. Ich habe jetzt auf jeden Fall zwei Anhänger Heu gekauft und misch jetzt, ja? Ja, wenn du da was hast, bring mal ruhig das was. Das erste kriegst du, ja. Ja. Hast du ein Wasserfass? So gefragt. Ja, ja, steht hinter der Halle. Okay, dann musst du mich jetzt gleich mal im Wasser holen. Ja, okay. Gut. Ich melde mich gleich bei dir. Ja, mach das. Alles klar. Ciao.
Ja. Ey, sehen hier. Guten Tag, hallo, hier ist der Franz, wer ist da? Moin Franz, ich bin's, Hilton. Unglaublich, unglaublich, du traust dir es gerade bei mir jetzt noch anzurufen. Ich glaube, meine Gefühle so verletzt hat. Ich glaube, jetzt werden die Gefühle noch schlimmer verletzt. Warum? Es ging Gerüchte in der Stadt rum, dass du mit dem Guido Regner zusammenarbeitest, Feldflächen kaufst und das alles Mögliche. Ich muss dir leider sagen, sollte das wirklich der Fall sein, und das ist so, muss ich leider die Zusammenarbeit mit uns beiden komplett canceln. Ja, weißt du, was ich vor Gerüchte gehört habe? Ja, mit meiner Hose bestimmt. Ja, und zwar, nein, andere Gerüchte. Als du mit dem Herrn Mäser zusammenarbeitest und mich quasi mit nur einem Drittel an dem ganzen Gewinn beteiligen willst und mich hier komplett raus haben willst, ist denn das richtig? Du hast ja letztens auch diese komische Andeutung gemacht. Also komplett raus nicht, nein, zu ein Drittel auch nicht, nein. Aber ich hatte das schon im Gefühl, dass du mit dem Guido da zusammen machst, und deswegen habe ich gesagt, sollte das wirklich der Fall sein und jetzt kommen auf einmal die Gerüchte, werde ich die Zusammenarbeit mit dir auf jeden Fall canceln, weil ich habe keine Lust, dass der Guido Regner mit da rein rumwurschtelt, das will ich nicht. Wer soll denn wo drin rumwurschteln? In die Joghurtfabrik und keine Ahnung was, wenn ihr da komplett zusammenarbeitet, dann weiß ich nicht. Also, Hilton, eins möchte ich mal klarstellen. Ja. In unsere gemeinsame Produktion rutscht so gut wie gar keiner rein, ne? Denn im Gegensatz zu dir weiß ich, was mir die Partnerschaft wert ist. Und bin ich so gefühlverletzend, wie du das letztens schon gemacht hast. Entschuldige, wenn ich das wiederholen muss. So. Und außerdem ist da was dran, dass du mit dem Maximilian da irgendwas machen willst. Maximilian und ich, wir kaufen keine Flächen zusammen, wir machen nichts zusammen. Das Einzige, was wir zusammen machen, sind Maschinenausleihe. Wenn zum Beispiel, so wie jetzt, ich habe gerade meine Kühe bekommen, Wasserfass, das darf ich mir dann nehmen, muss ich nur ihm Bescheid sagen, Wasserfass, und er zum Beispiel mein Mähwerk und sowas. Aber irgendwie sonst weiter zusammen machen wir nichts, nein. Diese Hilden und guck mal, ich besorge dir für einen Tag eine Maschine, einen Lademachen, die dich absolut nichts kostet, hier und da und tralala. Weißt du, absolut keine Kosten, kannst du nutzen, allem drum und dran. Dann kommst du mir jetzt mit so einer Unterstellung. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, der Guido rutscht niemals irgendwo mit in die Produktion rein. Warum sollte er denn? Mit was denn auch? Ja, weiß ich nicht. So, und ich habe dir von Beginn an immer gesagt, egal was ist, du kannst immer auf mich zählen. Wie viele Beweise soll ich dir denn noch geben mit dem Ladewagen zum Beispiel? Oder wenn du mal Geld brauchst oder weiß der Geier was mit irgendeiner Maschine. Wisst ihr, ich habe langsam das Gefühl, dass du mir absolut nicht mehr vertraust oder überhaupt noch nie vertraut hast dir. Warum lachst du da? Wegen dem Herrn Zemp hier, der bringt bei mir gerade Kühe und der weiß ich auch nicht, was er da immer macht. Pass auf, ich erklär's dir. Ich habe mit dem Herrn Schwagala gesprochen, wegen Landkauf. Ja. So, folgende Problematik. Ich allein kann das nicht. Weil das Land immens viel Geld kostet. Allerdings habe ich einen Lehrling. Das ist der Guido. Das war mir so klar, der hat vorhin gesagt, das würde nicht stimmen. Ja, okay. So, pass auf. Er sagt zwar die ganze Zeit, nein, ich bin kein Lehrling und hier und da. Wir wissen alle, dass er irgendwo mal irgendwann dazulernen muss. Ne? Er mag sich zwar nicht eingestehen, aber es ist halt so. Ja. Jedenfalls habe ich so ein bisschen an meine Hand genommen. Und jetzt ist es aber so. Wir haben das Feld zusammen gekauft, das ist richtig. Aber du brauchst dir keinerlei Gedanken machen, dass da in deine Produktion reinrutscht. Nein, im Gegenteil, ich habe eher was ganz anderes vor. Also mit uns beiden. Okay. Das geht mehr so in Richtung die Fischproduktion. Fischproduktion? Ja. Stell dir doch mal vor, der braucht doch Mais für seine Fischproduktion. Ja. So, stell dir doch mal vor, wenn wir jetzt hier so jeder, was weiß ich, du hast ein Feld, ich habe ein Feld, da machen wir Mais drauf. Mhm. Wir verkaufen das an den. Ja. So, der braucht ja den Mais. Vielleicht können wir ja mit den Herrn Schwagala reden, dass wir dann so die einzigen Lieferanten davon sind. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ach so. Dann muss er ja, dann kann er ja nicht anders. Okay. Hm.
Ja, aber gut, ich verstehe. Du vertraust mir sowieso nicht. Pass auf, weißt du, woher das Misstrauen kommt? Der Guido Regner beklaut mich. Wieso beklaut er dich? Der klaut mein Mischfutter. Wir haben einen Deal ausgemacht mit 16.000 Liter und hin und her. Jetzt hat er mir mein Mischfutter, jetzt habe ich kein Mischfutter, nichts mehr und meine Kühe sind jetzt da. Er sagt angeblich, das würde nicht stimmen. Ich habe aber mit dem Meser, wir sind die Bestände alles durchgegangen und nachdem er da war, haben mehr als 16.000 Liter gefehlt und das ist wirklich wahr. Also das ist so. Und er sagt, das würde nicht stimmen, er hätte oh, und hin und her. Und dann hörte ich, dass ihr jetzt auf einmal Land und sowas kauft und so. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, alles klar. Und daher kam jetzt gerade mein Misstrauen. Ja gut, okay, das verstehe ich so. Aber mein nächstes ist ja, ich habe ja jetzt eine riesengroße Wiese und überhaupt Wiesenflächen, ne? So, wenn man auf meinen Plan mit den Wiesenflächen ist, zum einen, das wird in Heu investiert, also zur Trocknung mit Maximilian, da will ich mit Maximilian zusammenarbeiten. Das andere wird in Silage investiert und allem drum und dran, dass wir dann aus der Silage haben wir was wir auf Tasche legen können und wir können für unsere Kühe sorgen, damit wir auch wieder Milch haben für die Produktion. Verstehst du? So. Aber pass mal auf, ich habe eine Idee, wenn das wirklich stimmt, was du sagst, red doch mal mit dem Herrn Schwagala. Dem vertraue ich jetzt ganz und gar nicht. Ja, ne, pass nochmal auf. Gut, pass auf, ich kann also über den Herrn Schmagalla kann ich nicht sagen. Das ist wirklich ein herzensguter Mann. Er versucht immer zu helfen, wo es noch geht und steht. Okay. Und, wisst ihr? Ja. Und einem drum und dran. Deswegen, glaub mir, wenn du mit dem ganz normal redest und auf den drauf zukommst, dann wird er bestimmt auch nicht Nee sagen bei dem Anliegen. Ich würde dem das allerdings wirklich mal vortragen. Vielleicht kann er ja da irgendwie, weil guck mal, er ist hier die größte Macht, der erste Bürgermeister. Vielleicht kann er da irgendwas kontrollieren. Ja, okay, ich probier's mal. Weil, wie gesagt, das ist so das Einzige, was mir jetzt gleich einfallen würde. Oder ich kann mal bei Nacht und Nebel, aber das ist ja auch wieder so nee. Dünnes Eis. Nee, ja, mach das mal nicht. Der redet sich so im Kopf und Kragen, da haben wir nachher größere Strafen, als er gemacht hat. Deswegen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß nicht. Okay. Voraus mir nicht, ich merke das schön. Nicht zu 100%, ich bin ehrlich jetzt. Komm, wir legen Dinge auf den Tisch. Ich bin da ganz ehrlich, ja, nicht 100%. Ich glaube dir schon, dass du es ernst meinst, aber ich habe immer Angst, dass da irgendwo, ich sag mal, so ein kleiner Hintergedanke hintersteckt, den ich nicht sofort peile und dann erst checke, wenn es zu spät ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Du denkst, du forschst dich auf ganzer Linie. Ja. Na, aber wie kommst du denn wieder dazu, Mensch, Junge? Weiß ich nicht. Unglaublich, wie kann man denn so ein Missvertrauen haben? Wisst ihr, ich erwähne es gern nochmal, ich habe dir einen Ladewagen hingestellt, der dich nicht kostet den ganzen Tag lang. Ja, das stimmt. So, und da habe ich dir auch immer gesagt, ja, brauchst du nicht fragen, wo der herkommt, das ist alles gut und schickischön. So, genauso, wenn du mal Geldsorgen hast, einem drum und dran. Im Übrigen, der Herr Schwagerler hat gesagt, du hast Geldsorgen, stimmt das? Ja. Wie viel? Ja, jetzt bin ich gerade wieder im Plus, aber das ist nämlich mein Ding. Und dann habe ich nämlich Angst, wenn ich einen von euch hier vertraue, dass ich dann wieder runter aber so, bin. Aber pass auf, ich erkläre dir mal mein Bestreben bei dem Ganzen. Mein Bestreben ist einfach, weil wir sind vier Bauern, die hierher gekommen sind. Wir bauen uns hier was auf, allem drum und dran. Klar, jeder will irgendwo der Beste sein. Ne? Das wollen wir alle. Das ist ganz normal. Das ist ganz klar, ja. So. Aber mein Bestreben ist einfach, wirklich mit euch hier zusammenzuarbeiten, eine Flora und Fauna zu regenerieren und aufzubauen, wo jeder mit dem anderen gut kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr drei irgendwie immer versucht, ja, immer der Beste zu sein. Und der liebe Franz, der scheißt da irgendwie aufs Brett. Ich möchte doch einfach nur ein harmonisches Miteinander. Okay, ich glaube dir das. Ich glaube dir das wirklich. Es ist schön, deswegen war ich ja gerade über den Streukasten. Was? Ich bin gerade über den Streukasten gefahren, macht nichts, ich repariere ihn gerade. Ja, okay, gut. Aber ihr macht da, ich möchte ihn nicht in meine Joghurtfabrik drin haben, wirklich nicht. Er kommt nicht in deine Joghurtfabrik, Mensch, vertrau mir doch mal. Gut, okay. Kannst du da jetzt besser schlafen? Jetzt kann ich besser schlafen. Das ist schön. Ich ruf den Herrn Schwagaller mal an und sag Herrn das mal, was der Regner hier gemacht hat. Genau, frag mal nach. Ja, okay. Franz, wir hören uns. Alles klar. Alles klar. Tschüss. Ja, tschüss.
Schwagala. Guten Tag, Herr Schwagala. Ja, hallo, Herr Schnürsberg. Wie geht es Ihnen? Ja, halb gut, sag ich mal so. Oh, was ist los? Vor ein paar Tagen ist was passiert. Ich wollte mich bei Ihnen melden, habe aber dann gedacht, dass Sie mir nicht helfen werden und verarschen werden. Ich hatte gerade ein Gespräch mit dem Herrn Ackermann. Er sagte, Sie wären ein herzensguter Mensch und wenn ich Ihnen das vernünftig erklären würde, würden Sie mir helfen. Aber natürlich, Herr Schlussberg, wie denken Sie von mir? Was kann ich für Sie tun? Also passen Sie auf. Ich hatte einen Deal mit dem Herrn Regner. Ja. Ich habe von Ihnen, der Deal war für ihn schon so sehr gut. Also man muss dazu sagen, ich habe mir seine Spritze ausgeliehen. Hab beim ersten Mal und hab dann Pflanzenschutzmittel gekauft. Dieses Pflanzenschutzmittel habe ich komplett aufgebraucht und aufgebraucht, war ich falsch gesagt, habe ich gebraucht und das, was übrig war, habe ich bei mir am Hof gestellt. Daraufhin habe ich dann die Spritze zurückgebracht zu den Herrn Regner. Und er war darüber ein bisschen sauer, dass ich ihm nichts davon mitgegeben habe, obwohl er sie mir ausgeliehen hat und hin und her und bla und blub und bla und bli. Und dann habe ich mir die ein zweites Mal ausgeliehen. Daraufhin habe ich Pflanzenschutzmittel gekauft für mich, das, was ich auf den Feldern gebraucht habe, plus die ganze Spritze nochmal voll gemacht mit Pflanzenschutzmittel. Und als Entschädigung, da ich beim letzten Mal das nicht gemacht habe und so, habe ich gesagt, er darf sich bei mir 16.000 Liter Mischfutter holen. Umsonst. Das ist ja großzügig, ja. Das ist sehr gut. Ja, das in Ihrer finanziellen Situation, Herr Schlussberg. Das ist leider wahr. Und ja. Dann hat er sogar noch Stress gemacht, weil ich nicht so schnell war mit dem Mischen, weil ich noch kein Heu hatte. Das hatte noch, musste noch Zeit zum Trocknen. Hin und her, dann war es fertig. Er kam zu mir am Hof mit seinem Anhänger. Er sollte 16.000 Liter laden, er hat aber mehr geladen. Ich würde jetzt drauf tippen, dass es 23.000 bis 24.000 Liter waren. Ich habe da mit dem Herrn Meser zusammen eine Bestandsliste gemacht, weil er mir beim Mischen geholfen hat und alles. Und er was geholt hatte und ich hatte noch gar nichts geholt. Und ja, darauf ist es aufgefallen, dass weniger im Lager ist, als es sein hätte müssen. Und das war definitiv der Herr Regner. Dafür lege ich meine Hand für ins Feuer. Und ich hatte ihn dann darauf angesprochen, blablablub hin und her. Er leugnet das Ganze jetzt. Herr Schlossberg, ich habe da vielleicht eine Idee, wie wir irgendwie. Aber ich habe noch was im Ofen. Kann ich Sie gleich zurückrufen? Ich hätte eine Idee, die würde ich ausarbeiten. Okay. Ja. Dann melde ich mich gleich wieder. Ich bin, wo ich Sie gerade am Telefon habe. Ich bin gerade bei Ihnen am Feld und Feld 36 kann ich nicht ernten, weil ich keinen Zugang zu diesem Feld habe. Könnten Sie mir eben kurz die Berechtigung geben? Das ist kein Problem, gebe ich Ihnen gleich sofort. Ja, alles klar. Dann mache ich mal eben kurz auch ein kleines Päuschen, esse mal eben ein Brötchen. Und dann hören wir uns später nochmal, ne? Bis gleich. Bis gleich. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Irgendwie versagt meine Stimme gerade. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.